So, willkommen wieder zurück, meine Damen und Herren, mit Bus Simulator mit extra so vielen Leute an Bord so mitzunehmen. Das wird richtig hier wohl Dauerwelle sein. Schön wäre es aber. Eine Fahrkarte. Ich hab doch nicht das hochgelassen, Alter! Na, wenn schon. Wenn schon, richtig. Ja? Boah. Aber also, richtig voll das Gaming. Uff. Guck mal, wie grob sind die Strecke hier. Oh, na, Mensch. Mein Bauch ist kacke. Wieder. Ui. Jupp. So. Dankeschön. Das schaffe ich halt eben nicht, in die Straße reinzufahren. Und wo sie dann die nächste. Perfekt! Alle beide perfekt! Sehr schön! Endlich mal perfekt! Hey!
Bücher schon, die haben nicht so beäugt. Eine Fahrkarte, bitte. So ein schöner Tag. Ja? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Hafenstelle. Oh, das war krass. Ja, das kommt auch noch. So. Nein, ich glaube nicht. Also wenn die Fahrgäste nicht mehr einsteigen wollen, dann haben die wohl Pech, ja. Und zwar schon im Muss. Und jetzt auch nicht jetzt komplett. Und ich hätte mich vorne und hinten mit Christina verwandt. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Ja.
verkürzen auch die Zeit, ne? Das habe ich nichts gesagt. Und? Ich habe nichts vergessen. Und zwar niemanden da draußen. Los. Rein, raus, raus, rein. Ausländische Firma arbeiten muss, obwohl hier Feiertag ist. Das war's nicht. Mountie hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Alter, ist aber was nicht mehr gut. Keine Frage. Wie bitte? Eine Frage. Keine Frage. Wie bitte? Kann ich jetzt eine Frage haben? Haben die irgendwo auch nicht hier da hinten Platz?
Fahrkarte haben. So, eine Fahrkarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Wir haben jetzt wirklich erstmal bis in die Richtung geschafft. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ja, als Studenten müssten ja mal mehr sein, ne? Danke. Ja. Eine Fahrkarte, bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. So geht das auch schnell, wenn man es in Mechlins Bad war. Eigentlich. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Red Bull,
Und ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ja. So. Ja. Alter, vor uns zwischen jetzt sogar drei Busse, ey. Ich brauche eine Fahrkarte. Alter. Und die schieben nicht alle rein oder was? Ey? Alter, so. Senor. Alter. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Euren Konsens beträgt. So. Das ist so gut.
nicht sehr sinnvoll. Lol, das war doch von mir. So, jetzt sind wir gleich hier raus aus diesem Sache da. Ja. Als ob du dir von mir war ja schnell weg. Ich brauche eine Fahrkarte. Nein, du. Du bist auch weg. Perfekt in der Hand. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Stunde nicht mehr. Aber noch eine Stunde, wenn ich auch groß bin, ja, noch gleich hier noch mal. Könnt ihr nicht zusammen hier teilnehmen? Komm, wir müssen doch beide gehen. So. Oh, ich kann ja niemals da kommen. Ich komme fast nie durch. Ah, soll ich eigentlich überholen oder was? Nein, soll ich doch.
Meistens in der Stadt auch noch. Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Komm schneller, ich nehme an die Handstelle. Oh, sehr gut. Das ist auch ganz praktisch, dass die Züge erstmal durchfahren lassen und danach diese Pumpe. Boah, ich hab so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Schiff. Ich brauche mehrere Fahrkarten. 60 Cent. Ich brauche eine Fahrkarte. Aber einer will jetzt nicht. Cent. Danke. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Oh, schon wieder. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Es ging nach vorne. Ja. Komm, ich will auch mal aussteigen. Hallo. Wieso wollen die ja von da aus aussteigen? Warum nicht auf der anderen Seite? Mann. Dauert ja nicht hier so lange. Ich das. Ja. Na komm. Dann müssen wir halt durchziehen und dann auch da kurz in den Land. Ah, stimmt. Es war cool. Thank you.
sein. Geil. Der blinkt einfach in. Und jetzt ist er weg, teleportiert hat. Ich hab Vorfahrt, Alter. Hast du ein Problem oder was? Ja, ist das wieder ein Rot? Keiner will einsteigen, oder? Die wollen nicht einsteigen, hallo! Die wollten nicht einsteigen. Und ich habe auch nicht übrigens mich zurückgelassen. Na, hallo. Oh. Ich will mich nicht einsteigen. Wir wollen bei mir ins Netz einsteigen, egal. Nur einer ist jetzt hier bei mir. Hm.
Kundenexpansion. Was ist das eigentlich für ein Feiertag? Oh, das schön. Ein Stein Eier. Die Reste wollen nicht. Na gut. Menschen Masse, aber die können ja wohl nicht. Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Und sie weiß wohl nicht eigentlich, wie gut. Aber manchmal sind ja wirklich hier wie gefangen. Ich glaub, wir transportieren mal auch noch Mädchen. Mein Gott. Oh, ein Hauptbahn. Eine Fahrkarte. Na, eigentlich eine will. Danke. Oh, ist die Brücke neu? An die kann ich mich gar nicht erinnern. Das nenne ich guten Service. Eine Fahrkarte. Oh, eine Fahrkarte. Ja. Ich brauche ein... Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich hätte gern... Moment, wo ist meine Tasche?
Wasser eine Mädelrohr. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, fahr doch mal über den Bordstein, Alter. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. Sie haben jemanden vergessen. Jedes Mal. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Aus der Stadt. Warum ist er jetzt so lang? Ups. Hey, ich hab doch nicht ausgelassen. Das Wetter ist einfach wundervoll. Ich brauche eine Fahrt. Danke. Was ist heute eigentlich? Das Wochenende kaum erwarten. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. 3,8. Danke. Ich bin eingeschlafen. Also 4, 6 Haltestellen bestimmt. Oder 7.
dass Sie so pünktlich sind. Ich liebe die Sonne. Eine Seite wird gut, eine Seite schlecht. Ja, wenn der Strom. Hinter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird hier jetzt mal kommen? Was ist heute eigentlich für ein Feiertag? Das Wetter ist einfach unglaublich. Wow, das ist ja ein cooler Bus. Sobald ich zu Hause bin, schlage ich mir den Bauch mit Keksen voll. Thank you.
angekündigt.